Es sieht ein bisschen so aus, als würden zwei Astronauten mit ihrem Hund im Weltraum Gassi gehen, als Zara, Leo und Filou sich mit Hilfe der Jetpacks auf ihrem Rücken langsam auf das Raumschiff zubewegen. Bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Nee, aber hast du eine bessere? Dafür wäre es jetzt ein bisschen spät. Au, Backe. Siehst du diese riesigen Greifarme? Der macht Moos aus uns, wenn er uns in die Finger kriegt. Wir halten uns an dem Container fest und lassen uns an Bord ziehen. So ein Laderoboter ist blöd wie ein Brot. Der kriegt es überhaupt nicht mit. Woher willst du das wissen? Mit Laderobotern kenne ich mich aus. Mein Schulweg führt immer über den Hafen. Filou, fass! Der kleine Roboterhund saust auf den Blechcontainer zu und beißt sich an einem Scharnier fest. Nur Sekunden später greifen die riesigen Pranken des Roboters zu und ziehen den Container samt Filou und den beiden Galaxy Kids an Bord des Raumschiffs. Sie werden durch eine Luftschleuse geschoben und finden sich in einer riesigen Lagerhalle wieder. Siehst du, Popel einfach. Wir können die Helme wieder öffnen. Hier gibt's Sauerstoff. Plötzlich taucht ein riesiger Roboterarm auf, packt den Container und hebt ihn mitsamt den beiden Kindern und Filou in die Höhe. Der Roboterarm schwingt zur Seite und lässt den Container mit den blinden Passagieren auf ein Förderband fallen. Autsch! Mann, ist der brutal. Nicht so brutal wie das da. Sieht aus wie ein Riesenmaul. Der quetscht den ganzen Schrott so handlich in Pfannkuchen. Nichts wie weg hier. Komm, Filou. Filou, lass los. Aus. Bei Fuß. Filou, du blödes Blechchen. Der Riesenschredder macht Gulasch aus dir. Das gibt's doch nicht. Ruf Titus. Zara und Titus, kannst du mich hören? Warum meldet ihr euch erst jetzt? Was habt ihr? Zeit. Filou hat sich in einem Scharnier festgebissen und rollt direkt auf eine gigantische Schrottpresse zu. Was? Warum das denn? Ist doch schnurzpiepwurscht egal. Wie lautet das Codewort? Pfui. Echt jetzt? Filou, pfui. Na endlich, er lässt los. Und jetzt weg hier. Bei Fuß. Puh, das war knapp. Titus, du musst dir echt mal ein paar neue Befehle überlegen. Wieso? Die sind doch voll passend. Er ist schließlich ein Hund. Psst, ich fass es nicht. Sieh mal da drüben. Dort hat der intergalaktische Jäger angedockt. Und so ein Typ mit Glatze steht davor und sieht ziemlich fies aus. Ich meine den anderen Kerl. Den, der gerade aus dem Jäger aussteigt. Das ist ja Commander Hate? Was macht der denn hier? Kein Schimmer. Aber es sieht nicht so aus, als ob er die bösen Jungs hier verhaften will. Der Kommandant der intergalaktischen Flotte auf einem Piratenschiff? Da stimmt was nicht. Wir müssen dichter heran. Einverstanden. Aber wie? Wir verstecken uns hinter diesem Container da und schieben ihn dichter an die beiden heran. Die Laderoboter transportieren hier ständig irgendwas hin und her. Da fällt das gar nicht auf. Wenn du meinst... Spitzenidee, Zara. Wirklich sehr unauffällig. Hör auf zu meckern und schieb! Wir müssen rein. Oh oh. Oh nein. Zara, das reicht jetzt. Okay. Was soll ich mit Weißwasser und Generatoren anfangen? Ich bin doch kein Tumorberg. Außerdem verbraucht der Absorptionsschild Unmengen an Energie. In spätestens 3 Tagen bin ich weg hier, sonst ist mein Schiff manövrierunfähig. Es wird keine 3 Tage mehr dauern, Captain Boldhead. Vertrauen Sie mir. Und Sie werden diesen Ort erst verlassen, wenn Sie mir Just 10 Times ausgeliefert haben. Ich lasse mir keine Befehle erteilen, Commander. Ich bin keiner von Ihren Soldaten. Aber, Captain, wer spricht denn von Befehlen? Wir haben einen Deal. Ein Kaperbrief des intergalaktischen Rates und modernste Technologie zur Erpressung eines ganzen Planeten. Ein Kaperbrief? All das verkauft die Auslieferung eines einzigen Mannes. Vor kurzem waren Sie noch der Ansicht, Sie hätten ein großartiges Geschäft gemacht. Und wenn ich nicht mehr dieser Ansicht bin? Oh, das ist kein Problem. Dann gilt unser Deal natürlich nicht mehr. Das bedeutet, dass Sie ohne Kaperbrief des Rats Piraterie betreiben. Ein Kommando der intergalaktischen Flotte wird Ihr schönes Schiff zur Weltraumschrott verarbeiten und Sie werden mitsamt Ihrer Mannschaft gefangen genommen. Wissen Sie eigentlich, welche Strafe auf Piraterie steht? Es gibt Leute, die würden so etwas Erpressung nennen. Ach, nein! Aber wir zivilisierten Menschen nennen das einen Deal. Also kann ich mich darauf verlassen, dass Sie Ihren Teil der Abmachung einhalten. Natürlich, Commander. Sind Sie sich sicher, dass dieser Just 10 Times überhaupt existiert? Bisher behaupten die Invidianer ihn steif und fest, sie würden ihn nicht kennen. Natürlich behaupten sie das. Aber jeder Tag, den sie unter Blockade stehen, wird ihrem Gedächtnis ein Stückchen mehr auf die Sprünge helfen. Die Invidianer sind keine Helden. Sie werden...
Leo? Was ist los? Warum meldet ihr euch nicht? Das Ding aus. Holen Sie sich jetzt Ihren 50€ Willkommensgutschein für Bücher, Filme, Musik und Hörbücher beim Christlichen Club, dem Medienclub mit der großen Auswahl. Mehr unter derchristlicheclub.de.